Willkommen zurück hier bei Let's Play Tales of Asperia. Ich habe den Kampf natürlich nicht gemacht. Ich meine, ihr wollt ja alle noch sehen, was so mit den anderen Gegnern hier abgeht. Also muss ich natürlich auch diese Gegner im Kampf einmal zeigen. Unter anderem zum Beispiel diese Magier da. Hochritterbischof. Ist immer wert, das gezeigt zu werden. Und natürlich Morbidus. Die riesigen Kampfroboter, die mir so auf den Senkel gehen. Ja, unsere Ritterbischöfe heilen auch mal ganz gerne, unsere Freunde. Oh Gott. Ja, ist okay. Ich habe natürlich mal wieder meine eiserne Regel außer Acht gelassen, töte zuerst solche Gegner wie den Hochritterbischof, ganz ehrlich. Das erklärt sich eigentlich von selbst. Aber nein, ich denke natürlich nicht dran, und Blätter durch total verprügelt und zu Matschig verarbeitet. Nehmen wir mal kümmert euch bloß nicht um den Typen an. Nö, 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 nö. Meine Güte, auf zu blocken. Ich wechsle das Ziel, hört auf zu blocken. Yeah. Superb! Echt superb! Gedück. Wenn wir hier rausgehen, kommen wir, glaube ich, zum Haupteingang eigentlich. Ja. Das ist so der Haupteingang von Saude. Wenn man da hin möchte. Ich eigentlich nicht, aber egal. Ich möchte hier eigentlich nur ein paar Schätze einsammeln, bevor wir weiterlaufen. Das ist dann auch eigentlich alles. So. Eine interessante Technik, muss ich sagen. Macht mir Angst. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, von wem jetzt welche Technik kommt. Und dann kommen die da mir mit solchen Abschussattacken an. Das ist nicht gut für mein armes, krankes, altes Herz. Oh nein, ich bin nicht krank und ich bin auch nicht alt. Das macht irgendwie wenig Schaden. Kann das sein? Lass mich raten. Sie hat irgendeine extrem beschissene Technik aktiviert. Ich könnte drauf wetten. So irgendwas mit Viertelschaden, Halbschaden. Ja, dachte ich mir. Halber Schaden und Viertelschaden. Damit kämpfe ich die ganze Zeit. Also wäre ich nicht schon gehandicapt genug. Ich meine ernsthaft. Ist doch klar, dass die Kämpfe total schwierig sind. Fällt mir aber auch jetzt erst auf. Das ist so das Problem, da muss man immer darauf hinweisen, wenn man Charaktere auf der Ersatzbank hat und sie diese Fähigkeiten lernen. Die kosten wenig, deswegen aktivieren sie gerne diese Technik. Allerdings, ihr seht ja, es ist mehr als... Erstens ist es schwachsinnig, diese Technik zu benutzen. Und dazu kommt dann einfach der Punkt, es lohnt sich ja auch gar nicht. Ich habe ja gar nichts davon. Also vielleicht potenziell die Möglichkeit, schneller die Gegner platt machen zu können. Aber naja, also mit einem Instant-Kill-Totschlag-Dingens da. Aber ansonsten eher weniger. Jetzt sind hier natürlich sehr viele Gegner, ist natürlich auch wieder schön. Für mich zumindest, was meine Fähigkeiten angeht, aber... Sie beschützen natürlich alle mal wieder einen Schatz. Und auf der anderen Seite garantiert genauso. Ist natürlich immer herrlich. Ich komme auch nicht darüber hinweg, dass diese Gegner die Axtschnabelviecher geköpft haben und die Waffen als Äxte benutzen. Anders kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wie das zustande gekommen sein soll. Also da kann mir keiner sagen, ja, die haben die eigentlich nicht getötet, sondern bla bla bla, sondern nö, die haben sie getötet, geköpft und nutzen seither das Ding so. Seltener Protektor. Gebe ich Raven, denn Raven ist jetzt jemand, den ich in der nächsten Mission dringend brauche. Sehr dringend brauche. Diese Mission verlangt auch von mir mal wieder das typische Schneiden, Neuladen, Probieren, funktioniert nicht, nochmal machen, bla bla bla. Bla bla. Und ich kann nur sagen, ich freue mich gar nicht drauf.
Weil auch das ist mal wieder eine Mission, wo ich genau dieses unschöne Gefühl habe, dass die Mission einfach grausam ist. Oh, warte mal, ich habe mich noch gar nicht untersucht. Bitte sehr. So. Obwohl, ich könnte mich untersucht haben, aber in einem anderen Land. Aber das weiß ich genau. Lieber einmal gescannt haben, als ihn dann hinterher nicht zu haben. So. Einiger Trank, bla 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 bla. Höheres Level, immer sehr wichtig. Und eine seltene Brustplatte, die kriegt natürlich Yuri. So. Ja. Ich bin mir bei der Technik gleich nur unsicher. Vor allen Dingen, also wir brauchen. Wo ist es? Diese Technik. Ein Lichtfall. Das ist alles, was wir brauchen im Prinzip. Ich werde sie jetzt einfach mal hier drauflegen, in der Hoffnung, dass das eigentlich in Ordnung ist, wenn ich das so mache. Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe es einfach mal. Regen. Und dazu muss dann Raven natürlich auch in die Gruppe. Ist ja auch klar, sonst macht es keinen Sinn, die Technik auszurüsten. Klar, logisch. Ist ja auch kein Thema. Habe ich kein Problem mit. Ja, hier haben wir nämlich Mitglieder von Leviathan. Oder der Klaue des Leviathan, wie es ja heißt. Wir wollen ja auch schon beim richtigen Namen bleiben. Juvea. Und diese Fernkämpfer hier. Die muss ich natürlich auch noch scannen. Juvea und Argin. Ja, okay. Da das gerade einen Schaden gemacht hat, gehe ich mal wieder stark davon aus, dass selbst Raven diese dämliche Technik noch aktiviert hat. Und ich das auch wenn er das nicht noch darf. Ja, ja. Aber er hat, glaube ich, sogar kleinster Schaden noch aktiviert. Sonst würde das nicht ein Schaden sein, sondern irgendwie 60 oder sowas. Ist doch nicht herrlich. Nee. Was das angeht, sollte ich wirklich darauf achten, was ich tue. Muss ich ehrlich sein. Weil so kann es nicht weitergehen. Dann stehe ich jedes Mal da und meine Leute machen keinen Schaden. Yep. Ich liebe es, wenn Gegner liegen. Ich hasse es. Ich hasse es. Sie liegen und nehmen keinen Schaden und ich schlag da wie bescheuert um mich rum, ey. Ja, halber Schaden, Viertelschaden, kleinster Schaden, sag ich ja. Dass er so eine Scheiße aktiviert haben muss. Ach, verdammt nochmal. Wird doch einfach nur vorbei. Ach, egal. Ich kann zumindest sagen, wir haben gleich einen Speicherpunkt, der uns voll heilt. Also wenigstens ein Problem weniger. Also kann ich hier all out gehen. So viele Techniken verballern, wie ich will. Hauptsache die Gegner sind tot. So. Gut. Dann werde ich jetzt hier speichern. Und hoffen, dass ich das hinkriege. Hoffentlich auch in diesem Part, aber ansonsten werde ich es halt zweiteilen müssen. Ganz einfach. It's beautiful. Yeah, I can't believe we're inside a weapon. Carol, wait. Huh? Get out here. You're too old for hide and seek. Bravo! Bravo, my lad. Splendid! Such keen intuition, such sharpened instincts. Simply splendid! Jaeger! What is it this time? Are you gonna show us how to get to Alexei? Yeah! Oh, yeah! I will show you the way. To hell, that is! Just which way's the wind blowing with this guy, anyway? Have you forgotten, my pretties? We are still sworn enemies, you know.
Things were destined to end this way between us. Is this another trap? It's just like you said. We're enemies. So let's do what enemies do. You are correct. Come. Bring it. Ja, und so beginnt der Kampf gegen Jäger. Das kann ja lustig werden. 230.000 HP geht eigentlich sogar noch. But the guilds working together would bring so much to the people of the world. Now that is a fantasy. You're right. Let's finish this. Hear the symphony of my attack. Ja. Ich hab's natürlich mal wieder abspielen lassen. Dieser Typ haut sehr gut rein und hat auch eine gute Verteidigung davon zu sagen. Sowohl was den Schaden allgemein angeht, als auch seine Barriere so gesehen. Alles gar nicht mehr so schlecht. Muss man also drauf achten. Könntest du das sein lassen? Heilige Mutter Gottes. Hui. Okay, ich hätte den Knopf vielleicht ein bisschen früher drücken sollen. Jetzt bin ich ziemlich weit geflogen, aber egal. Ja, eigentlich hat Jäger auch einen Mystikrad, beziehungsweise einen Spezialangriff, aber den setzt er noch nicht ein. Den kennt's ja eigentlich. Au, 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 au. Goddammit. Also er ist zumindest ein Meister seiner Waffe, das darf man schon mal sagen. Eigentlich gerne, ja. Ich wollte eigentlich rennen, so wie in Laufen vernünftig, aber egal. Ja, ich wette, weil er jetzt gerade eine veränderte Art machen kann, dass die Mission gleich nicht funktioniert. Ich könnte drauf wetten und dann bin ich traurig. So. I suppose it's time to reveal my true power. He's just showing off. Hey, if he tries to use it like that. Ja, Jäger hat nämlich auch ein Hermes Blaster, ja? You're just like me. I will send anyone who gazes on this to the deepest abyss. Und ab jetzt kommt der Punkt, wo wir prinzipiell ihn treffen können mit unserer Spezialfähigkeit. Fähigkeit, die wir nutzen sollen. Oh Gott. Das wird mich sowas von umbringen. Sag ich ja. Das war absehbar. Sehr absehbar. Ja. Ich hab irgendwem von euch gerade schon gesagt, ihr sollt Dinge benutzen, aber ist okay. Ja, ich sag ja, es funktioniert. Im Prinzip ist es ganz einfach, jedes Mal, wenn man seine Verteidigung durchbricht. Ich liebe diese Fähigkeit, aber ich bin schlecht da drin. Naja. Wenn seine Verteidigung bricht, soll eben dieser Schuss treffen. Das ist halt der Punkt, wo ich sagen kann, ja, aber ihr seht ja, es will nicht funktionieren. Also werde ich diesen Kampf nochmal machen dürfen. Da bin ich sehr, ich sage mal, ich rechne einfach fest damit. Ja, sage ich ja. Gut, Leute. Beim nächsten Mal also die Geheimmission.